Ja, hallihallo. Ich wollte ganz kurz mal zeigen, wie mein Test funktioniert, weil ich habe das gerade jetzt ein bisschen intensiver die letzten Tage ausprobiert und ich finde, das macht wirklich Sinn, das zu unterstützen und es sich vor allem mal anzuschauen, weil auch wenn es so am Anfang so ausscheint, als ob es nicht so viel zu bieten hat, steckt da schon unheimlich viel Potenzial drin. Das möchte ich gerade zeigen. Also zunächst mal, wenn man halt im Internet nach Mein Test sucht, findet man diese Homepage und da kann man sich das Ganze runterladen. Es gibt das Ganze wirklich für jedes Betriebssystem und was ich auch ganz interessant finde, eben auch für Android. Also man kann es auch auf Tablets nutzen. Wobei dann man dazu gucken sollte, hier steht Google Play Store, da gibt es also einen Anbieter, der sozusagen das Offizielle anbietet. So, wenn man sich das runtergeladen und installiert hat und das startet, dann sieht das zunächst mal so aus. Das ist relativ einfach. Und man könnte sich dann zum Beispiel eine neue Welt erstellen. Kreativmodus machen wir vielleicht mal und Schaden nicht einschalten. Und dann gibt es ähnlich wie bei Minecraft die Möglichkeit, einen Seed, also einen Samen, ja einzugeben. Das lassen wir einfach weg. Und Test 2. Und hier gibt es Weltengeneratoren. Ich habe was gelesen davon, dass diese V7 nicht unbedingt die beste ist, sondern die ist eher dafür da, für andere ergänzende Spiele eine bessere Welt zu liefern. Deshalb nutzen wir das gerade mal so. Hoch, keinen Namen. Was habe ich jetzt gemacht? Weltname Test 2 und erstellen. Ein Spiel ausgewählt. Ah, das da. Okay. Das habe ich vergessen. Also hier unten sind so verschiedene Spielvarianten. Und das ist eine Development-Variante. Und hier das Mein Test. Neu. Test 2. Und erstellen. So. Ich kann auch noch ein bisschen was konfigurieren. Das lassen wir aber erst nochmal weg und dann spielen das einfach mal. So, was haben wir hier? Ja, das sieht halt ähnlich aus wie Minecraft. Ich bin jetzt hier in einer ziemlich eisigen Welt gelandet. Ansonsten sieht das aber sehr ähnlich aus. Was mir auffällt im Vergleich zu Minecraft ist, dass die Welten noch nicht so. Also vor allem die Welten, die hier so automatisch generiert werden, noch nicht so wirklich so toll sind, wie sie eigentlich bei Minecraft sind. Von der Spielweise funktioniert es ganz genauso, wenn man vor allem, wenn man den so den üblichen Survival-Modus hat. Ich dachte ja eigentlich, dass ich im Kreativmodus bin, aber ist auch egal. So, und ein Unterschied ist, dass das Inventar nicht mit E, sondern mit I erreicht wird. Und in diesem Fall bin ich eben doch im Kreativmodus und habe da eine große Auswahl an Steinen, die ich nutzen kann. Die Werkzeuge, so das erinnert alles an Minecraft. Sieht ein bisschen einfacher aus, vom Prinzip her, aber doch recht ähnlich. So, dann ist das aber trotzdem so ein bisschen langweilig noch. Also zum Beispiel gibt es hier keine Mobs, also zum Beispiel Tiere, die rumlaufen. Und von daher denkt man, oh, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Ne? Übrigens, sowas wie Texturenpacks und so, das gibt es auch alles. Ne? Also das kann man dann verwenden, um das Aussehen ein bisschen zu verändern. Wir gehen aber mal zurück zum Hauptmenü. Beziehungsweise, ich wurde ja aufgefordert, hier eines dieser Spielvarianten oder zu wählen. Und ich habe inzwischen herausgefunden, wie man weitere dieser Spiele installieren kann. Und zwar, hier haben wir ja die Download-Seite gehabt. Es gibt ein Wiki, das man auch hier erreichen kann unter Community.
Und speziell zum Thema Subgames, also Unterspiele, also Spiele, die eben diese Mindtest-Engine nutzen, um eben daraus was zu machen, findet man hier, also das ist noch von der Homepage aus, und da gibt es unter anderem diese Seite Tutorial. Und wenn man darauf geht, sieht man, dass eben hier es eine so eine Tutorial-Welt gibt, die man nutzen kann, um eben das kennenzulernen. Das ist durchaus auch für Minecraft-Nutzer ganz interessant. Und irgendwo ist dann die Download-Quelle. Wo haben wir sie hier? Download. Das verweist auf eine Seite in dem Forum, das es also auch schon gibt. Dann kann man sich hier das herunterladen. So, und jetzt kommt natürlich ein bisschen Unterschied. Ich bin jetzt ja unter Linux hier. Und wo das genau das Verzeichnis bei den Windows-Nutzern ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, bei Linux habe ich in meinem persönlichen Ordner, dazu muss ich die unsichtbaren Dateien anschalten, hier versteckte Dateien anzeigen. Das sind die mit dem Punkt vorne dran. Und dann sehe ich eben unter anderem hier das Verzeichnis Mindtest. Und jetzt habe ich diese heruntergeladene Tutorial-Zip hier reingepackt und ich entpacke es mal kurz. Hierher entpacken, Unterordner selbstständig ermitteln. Und dann steht hier ein Verzeichnis. Und dieses Verzeichnis wiederum enthält zwei Unterordner Games und Worlds. Die kopiere ich mir und füge sie jetzt hier in diesem Verzeichnis ein. So, da es schon ein Verzeichnis Worlds gibt, werde ich gefragt, ob ich das da hineinschreiben soll. Und dann sage ich ja, natürlich. Und es wird eben auch ein Verzeichnis Games angelegt, wo das Tutorial reinkommt. So, das Verzeichnis Tutorials kann ich löschen, genauso wie meine ZIP-Datei. Und jetzt schalte ich das hier nochmal aus und starte das Ganze neu. So, und da ich das hinbekommen habe, sieht man jetzt hier unten also ein weiteres Spiel. Ja? Das heißt, das ist jetzt so ein Unterspiel, genauso wie diese anderen zwei. Und es ist eben auch eine Welt dazu erstellt worden, die Tutorial World, und die spiele ich jetzt einfach. Schaden, also ich glaube, hier ist in diesem Fall alles vorgegeben, Schaden eingeschaltet, ist, glaube ich, hier direkt fest vorgelegt. So, und wir spielen. Und landen in einer eigens, also dafür erstellten Welt. Und das Interessante ist also hier gerade Leute, die zum Beispiel Erfahrung mit Minecraft haben, die können sich hier mal umgucken und schauen, was so die Unterschiede sind. Und für Anfänger ist das auch gar nicht so schlecht. Also das heißt hier zum Beispiel Text, wo erklärt wird, wie das alles funktioniert. Rechtsklick, Pausenmenü, vorwärts, rückwärts und so weiter. Wobei man sagen muss, die Bewegung, ich glaube, das ist aber in Minecraft auch, wenn ich die Escape-Taste drücke, kann ich zum Beispiel die Tasten ändern, wie ich es will, beliebig, ja, alles einstellen. Ob man jetzt die Pfeiltasten oder dieses WASD verwendet, ist egal. So, und dann hat man hier die Welt, wo man rumlaufen kann. Was vielleicht auffällt, ist, dass die Strukturen der Blöcke in Mindtest ein bisschen anders sind. Also zum Beispiel solche flachen Blöcke, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es die gab. Ja, hier ein Schild, das ist ein bisschen anders gemacht, dass ich eben nicht unbedingt hier den Text nur hier drauf habe, sondern in diesem Fall, dass also es ein Schild ist, bei dem ich draufklicke, um auch ein bisschen mehr Informationen zu haben. So, und dann gehen wir gerade hier mal durch. Und naja, das ist so das Übliche. Auch hier wieder so ein Schild mit Erklärungen. Und da kennen wir uns als Minecraft-Nutzer aus. Kleine Abgründe, ein kleiner Unterschied. Da kann ich einfach drüber laufen. Nur bei größeren muss ich halt hüpfen. Ich finde das Konzept mit den Schildern gar nicht so schlecht. Hier kann man also wesentlich besser irgendwelche Informationen weitergeben und ist nicht oder muss nicht bei diesen winzigen Schildern in Minecraft dann drei, vier, fünf nebeneinander stellen, damit man
da was schreiben kann und es scheint mir auch eine bessere Formatierung zu sein. Hier habe ich jetzt so ein Spezialschild. Das hat keine Funktion, aber ich gebe damit eine Richtung an, ne, und einen kurzen Text dazu, also in diesem Fall, um was es geht. Hier Leiterabschnitt, Zeigabschnitt und so weiter. So, und in dieser Welt kriege ich jetzt halt mit Hilfe der Schilder die Information, was ich hier alles machen kann. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas aufheben will oder haben will, dann muss ich nicht unbedingt es abbauen, sondern ich kann es einfach von der Entfernung mir nehmen. Also hier zum Beispiel oder hier sowas. Ups, ja, auch ein Hinweis, ne? Das geht auch. Hier in diesem Tutorial, nachdem ich jetzt da schon so ein bisschen herumprobiert habe, wird sowas ähnliches wie Redstone genutzt. Das heißt da ein bisschen anders. Das nennt sich da Mesecons oder die Grundstruktur oder die Grundform heißt Mese, wie auch immer das ausgesprochen wird. Aber da gibt es also dann Knöpfe, die ich definieren kann, wie zum Beispiel hier so einen. Und dann ist mal schwupp Nacht. Apropos Nacht. Ein Unterschied, den ich jetzt auch gemerkt habe, ist, dass zumindest da, wo ich das ausprobiert habe, die Tag- und Nachtdauer sehr viel länger ist. So, jetzt habe ich das auf eine Stelle eingeordnet. Ja, also es fühlt sich alles wirklich sehr ähnlich zu Minecraft an. Es gibt halt andere Blöcke, vielleicht auch ein bisschen andere Werkzeuge. Hier zum Beispiel wurde es so gemacht, dass man bestimmte Dinge nicht benutzen kann. Und das ist ja für schulische Zwecke ganz praktisch. Das würde mich natürlich interessieren, wie man das machen kann. Hier haben wir zum Beispiel auch sowas Ähnliches wie in Minecraft Edu-Blöcke, die halt eine spezielle Funktion haben. In diesem Fall, dass man hier nicht hüpfen kann. Also das heißt, auch wenn ich die Leertaste drücke, kann ich nicht hüpfen. Was hier geht, kann ich hier nicht machen. Gemein, ne? Also, ja, dieses Tutorial führt einen halt in die Welt von Mindtest bzw. dessen Bedienung ein. Und man kann das Ganze ein bisschen ausprobieren. So, also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, denke ich, egal ob man Erfahrung in Minecraft hat oder nicht, das sich mal zu installieren und herunterzuladen. Was ich jetzt gerade noch zeigen wollte, ist was anderes. Und zwar gibt es einige Server da draußen in der Internetwelt, die man relativ leicht erreichen kann. Und zwar klicke ich hier auf Client und wichtig, öffentliche Serverliste. Und da finde ich dann eine Liste von ganz vielen Servern. Die haben hier bestimmte Symbole, bei denen man sehen kann, um was es geht. Also zum Beispiel, das ist ein Kreativserver, hier geht's oder kann man verletzt werden, hier ist PvP erlaubt. So, und wenn ich die öffentliche, also wenn ich mir einen Server ausgesucht habe, dann, oder wenn ich ihn schon mal benutzt habe, dann sehe ich den hier. Wie zum Beispiel den hier, da war ich mit meinem Sohn schon drauf. Jetzt gebe ich mal mein geheimes Passwort ein. Apropos Passwort und Benutzername. Also es gibt ja keine offizielle Anmeldung, das ist ja ein freies Spiel. Ich muss nichts kaufen, ich habe keinen festen Benutzernamen. Es ist üblicherweise so, dass wenn ich das erste Mal einen Server besuche, einen dieser öffentlichen Server, dass ich einen Namen angebe und ein Passwort festlege. Und wenn ich später mit diesem Namen und mit diesem Passwort wieder auf den Server komme. Und zwar, das gilt sowohl vom Desktop als auch vom Tablet aus, lande ich also wirklich immer an der gleichen Stelle. Wenn jetzt jemand sich mit meinem Benutzernamen, der jetzt quasi für diesen Server und nur für diesen Server festgelegt ist, anmelden will, aber nicht mein Passwort hat, dann hat er keinen Zugriff. Also ich bin quasi nur auf diesem Server mit diesem Namen festgelegt. So, das Ganze dauert ein bisschen. Der Grund ist, und das finde ich auch sehr schön, es gibt zwar Mods und Plugins zur Erweiterung, und wie wir gleich sehen werden, ziemlich viele, aber
Die müssen nur serverseitig installiert werden. Also das heißt, ich als Benutzer muss mich absolut nicht drum scheren, was der Serverbesitzer für ein Plugin installiert hat, sondern kann einfach da drauf kommen. Und das dauert dann vielleicht ein bisschen, bis mein Client, also mein Spiel hier vor, das ich bei mir installiert habe, alles heruntergeladen hat, sodass ich das dann benutzen kann. Aber das geschieht automatisch. Ich muss also nichts installieren. Ja, alle, die Minecraft kennen, diese SourceForge-Sachen, bis das installiert ist, das ist so umständlich. Also das ist hier optimal, wie ich finde. So, ich bin jetzt hier, mein Sohn hat hier ein bisschen was gebaut. Unter anderem gibt es also auch einen Mod mit so Teleporter-Blöcken. Und jetzt möchte ich eigentlich gerne da rauskommen. Ah, da Erde. So, und da haben wir zwei schon ein bisschen was ausprobiert. Mein Sohn hat eher die besonderen Sachen gemacht, wie da oben diese Himmelsstation. Und ich habe hier mein Häuschen gebaut. Und auf diesem Server hier, der frei zugänglich ist und der ein Kreativserver ist, gibt es also sind ganz viele Mods installiert. Und da gibt es so viele verschiedene Blöcke, also das ist man durchaus ja von Minecraft auch gewöhnt, dass es da verschiedene Blöcke gibt. Aber wenn ich jetzt gerade mal ins Inventar gehe, sieht man, das sind 24 Seiten. Also das ist wirklich verdammt viel. Das Problem ist eher, dass man die ganzen Sachen nicht kennt. Also man muss da irgendwie mal durchkommen und das herausbekommen. So, was man machen kann, ist natürlich hier auch suchen. Also wie zum Beispiel, ich suche mal nach Holz. Also leider ist das alles auf Englisch. So, also zum Beispiel habe ich jetzt halt hier lauter Sachen, die aus Holz sind. Sei es nur so eine Hacke oder Tür oder was weiß ich noch alles. Ein holzgerahmtes Glas. Also es ist Wahnsinn, was es da alles gibt. Holzschindeln. Was ist das? Troyer. Türen. Ach, apropos. Wir gucken gerade mal, hier habe ich meine Wohnecke gebaut. Ne, da gibt es, also auf diesem Server zumindest, ja, ist ein Mod installiert, wo ich also hier eine schöne Einrichtung bauen kann. Also es ist echt Wahnsinn, was das alles bietet. Und dieses Tutorial, an dem finde ich, kann man sehen, dass man also auch die Sachen relativ gut schützen kann. Und das finde ich eben gerade für die Schule sehr interessant. Hier zum Beispiel so ein Schild. Ja. Oh, da habe ich mich verschrieben, seh ich gerade. Ja, die finde ich also wesentlich besser als in Minecraft. Es gibt auch sowas ähnliches wie World Guard, sodass ich also einen Bereich sichern kann. Man sieht hier gerade links unten, da steht Areas Bibs House. Und da ist das Ganze von mir protected, also gesichert. Wenn ich rausgehe, ist das nicht gesichert. Und mein Sohn hat auf seinem Grundstück das auch gesichert. Und wenn wir da drauf gehen, sieht man dann halt Marklots Schreibfehler HD. Und da kann ich dann bei ihm nichts ändern. Ich kann also nichts kaputt machen. Beziehungsweise es sieht so aus, aber es wird halt wieder rückgängig gemacht. Also mir gefällt das wirklich gut. Das war, glaube ich, nicht ich. Bauen kann ich übrigens auch nicht. Geht auch wieder weg, ne? Also, ja, ich finde, also es ist wirklich sehr interessant, mein Test. Also, ich glaube, das lohnt sich da doch wirklich mal ein bisschen selber reinzuschauen. Und vielleicht sehen wir uns ja hier irgendwo in der Ecke. Also, hier ist noch Platz zum Bauen auf der anderen Seite. Ich glaube, wann muss ich F3 oder nee, F5? Ah ja, links oben in der zweiten Zeile ist die Koordinate von meinem Haus. Wer vorbeigucken will, kann das gerne machen, gell? Also bis dann auf diesem Server oder wo auch immer. Tschüss.